Diese beiden Arbeiten haben ihren Ausgangspunkt in der speziellen Frage von Medialität von Bildern, gerade angesichts einer Flut von Bildern, was mich sehr freut, aufgrund dieser beiden Arbeiten auch eingeladen worden zu sein zu dem Festival oder sie dort zeigen zu können, nochmal. Denn einerseits Panoramarand, das ist eine Arbeit, die ein historisches Gemälde als Ausgangspunkt hat und dieses historische Gemälde aber zu seiner Zeit ein hochmediales Gemälde war und Bilder eigentlich verbreitet hat, auf das ich dann reagiert habe. Und Reserven im Saum eine Arbeit ist, die in ihrer Form, würde ich sagen, schon speziell auch darauf reagiert, wie Bilder im öffentlichen Raum erscheinen und wie mit ihnen umgegangen wird. Denn die Reduktion der Arbeit, dass die Bilder des Außenraums eigentlich nur in den Innenräumen der Bibliotheken zu sehen sind, die zwar per se öffentlich sind, aber trotzdem Innenräume sind, hat seine Beschränkung auch darin, dass sie als materielle Arbeit, als materielle Prints auch nur in diesen Büchern vorkommen. Sonst werden diese Stadtraumbilder nicht gezeigt. Wenn sie in einer Ausstellung gezeigt werden, dann werden sie projiziert, aber materiell vorhanden sind sie nur in diesen Büchern. Es gibt auch keine anderen Abzüge davon. Und das ist schon auch eine spezielle Reaktion dann auch auf einen Umgang mit Bildern im öffentlichen Raum.